wusste nicht, wie ich vorher reagieren wollte. Ich hatte eigentlich vorgenommen, relativ gefasst zu bleiben. Aber in dem Moment war ich einfach überwältigt, einfach vor Freude. Und das hat eine ganze Weile angehalten, glaube ich auch. Wir durften ja dann auch, wer wollte, eine Jerrycan dann zurücktragen zu diesem Dorfzentrum, von wo wir gestartet waren. Eine dieser Jerrycans mitgenommen, merkte dann, wie schwer das tatsächlich ist, obwohl die Distanz, die wir da gelaufen sind, eigentlich lächerlich kurz ist im Vergleich zu dem, was die Frauen dort täglich laufen eigentlich. Also mein Eindruck ist, die Menschen hier sind unheimlich kreativ. Sie holen das Maximale aus den einfachen Mitteln heraus, die die haben. Ich habe das Gefühl, sie sind auch mit den einfachen Dingen zufrieden, zufriedener als wir zumindest. Klar, die Leute streben danach, sich zu verbessern und die Lebensbedingungen für sich selbst zu verbessern. Das ist hier aber alles sehr, sehr praktisch begründet, habe ich das Gefühl. Ja, also dieses abstrakte nach irgendwie Reichtumstreben, das wir bei uns kennen, habe ich hier so noch nicht erlebt bisher. Also gerade auf den Dörfern, wo wir unterwegs waren. Ich glaube, da stehen Dinge wie die Dorfgemeinschaft und die Gemeinsamkeit und die gemeinsame Kultur, die die Leute auch pflegen, viel mehr im Vordergrund als materielle Dinge. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen, die wir dort getroffen haben, trotz oder vielleicht auch gerade wegen diesen sehr widrigen Lebensbedingungen, mit denen sie konfrontiert sind, die sie heute schon prima meistern, eine unheimliche Würde, Eleganz und einen Stolz ausstrahlen, den ich so auch in Menschen noch nicht gesehen habe. Und als dann eben dieses Wasser da aus dem Boden schoss, da hat das irgendwie Klick gemacht. Und da, ja, keine Ahnung, ist irgendwas explodiert. Also dieser Moment der Freude, der, glaube ich, bei den Menschen so eine Sekunde länger gebraucht hat anzukommen als bei uns, weil das eben für sie auch so abstrakt war. Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht. Es ist schlimm genug, dass das ihnen lange genug verwehrt worden ist. Ich hatte da fast schon ein schlechtes Gewissen, wie sich die Leute da bedanken. Ne? Deswegen sagte ich denen auch, Leute, ihr habt das habt ihr verdient, mehr als verdient. Ja? Oder das müsst ihr euch nicht mehr verdienen, das ist euer Recht. Wir haben viel, viel mehr gemeinsam, als wir das wirklich denken, auch wenn wir ganz unterschiedliche Lebensstile führen. Ich glaube, die Träume, Wünsche und die Dinge, die uns wirklich verbinden, sind dieselben.